Der Abschleppdienst Bauereis im fränkischen Höchstadt an der Aisch. Kurz nach 8 Uhr beginnt für Abschlepper Benjamin Schmurlack der Arbeitstag. Ich bin jetzt unterwegs zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Da weiß ich bis jetzt nur, dass ein Auto wohl das Rad rausgerissen hat und nicht mehr fahrbereit ist. Da müssen wir jetzt mal hinfahren, das schauen, wie wir das aufladen können und dann in die Werkstatt bringen. Ja, da vorne sehen wir schon den Warnblinker. Der Unfall ist während des Berufsverkehrs auf einer Landstraße bei Höchstadt passiert. So, das ist er schon mal nicht. Der wird von der Werkstatt abgeschleppt. Da vorne steht unser Lupo. Die Polizei ist auch schon da, wunderbar. Jetzt sehen wir mal, was hier uns noch erwartet. Jawohl, die Leute alle wunderbar auf der Straße. So, hallo, grüß Gott. Wer gehört denn zum Lupo? Wir zwei. Sie zwei. Sie waren beide im Auto? Ja, richtig. Verletzt sind sie nicht? Nein. Na wunderbar. Was ist denn passiert? Wie ist es denn passiert? Wir sind heimgefahren und der Herr ist uns entgegengekommen, den hat die Sonne geblendet, ist auf unsere Seite rübergekommen, hat es nicht gesehen und wir haben auch nicht mehr weiter rüber können. Und ich habe Coup gehabt und bin zwar rechts nieder, aber irgendwann war die Straße auf der rechten Seite zu Ende. Genau. Ich habe zu spät einen übergerissen. Okay. Ja, dann sind wir froh, dass sonst keiner verletzt ist. Na, das passiert. Das ist alles sicher nicht so dramatisch. Den Schaden kann man ersetzen. Gut, ich bräuchte bitte von Ihnen mal einen Autoschlüssel. Der steckt drin, der steppt, aber die Fahrer, die bringen das nicht mehr auf. Alles klar, das ist kein Problem. Hüpfe ich über den Beifahrersitz rein. Seid ihr soweit mit der Aufnahme fertig? Kann ich den schon aufladen? Super, danke schön. Auch ein Unfallauto muss beim Transport unversehrt bleiben. Vor dem Aufladen dokumentiert Benjamin Schmurlack alle Schäden. Ja gut, die komplette rechte Seite ist verschrammt, der Kotflügel, Stoßstange ist kaputt. Linker Kotflügel, das Rad, Reifen, Tür. Hier sieht man auch schon, dass es einen ganzen Rahmen verschoben hat. Es ist auf jeden Fall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Also das Auto, würde ich sagen, ist zwischen 1.000 und 2.000 Euro wert. Und der Schaden, der hat einen hohen vierstelligen Bereich. Wie, die Tür geht nicht mehr auf. Bei der Tür ist jetzt tatsächlich durch diese Entgegenschrammen von dem anderen Unfallverursacher das Scharnier abgerissen, wodurch die Tür nicht mehr hält, aber sie ist immer noch so fest dran, dass ich sie nicht ohne weiteres einfach wegmachen kann. Aber das ist auch kein Problem, da schnappe ich mir jetzt einen Gurt, spann die da rein und dann ist es auch erledigt. Benjamin Schmurlack muss darauf achten, dass kein Teil verloren geht. Ja, wenn ich die Tür jetzt nicht festmachen würde, könnte ich sie im schlimmsten Fall unterwegs verlieren und dann noch andere Verkehrsteilnehmer treffen. So, wunderbar. Dann schauen wir mal, dass wir das Auto aufladen. So, dann immer alles, was wir gemacht haben, dokumentieren. Da haben wir permanentes Tablet dabei. Zum einen, dass die Dispo weiß, was wir gemacht haben. Zum anderen kann man dann im Nachhinein auch immer beweisen, dass man irgendeinen Schaden, den ein hin und wieder mal jemand andrehen will, nicht verursacht hat. So. Bitte? Der fuhr doch noch, ja. Bis aufs Plateau ist er noch gefahren, aber weiter wäre das nichts mehr geworden. So, dann machen wir das Auto noch fest. Die Trümmer am Dach darf ich nicht vergessen, sonst haben wir doch wieder was, was wir verlieren können. So. Das ist jetzt gerade auch wunderbar. Die Kunden sind noch mit der Polizei beschäftigt, dann hat man alle Zeit zum Aufladen. So, Sie waren jetzt auf dem Weg nach Hause. Genau. Wie weit ist es bis nach Hause? Von hier aus jetzt, meinen Sie? Jawohl.
Ich denke mal 6-7 Kilometer vielleicht. Dann hätte ich gesagt, fahren wir Sie haben, oder? Ja, das wäre so. Und das Auto nehmen wir mit zu uns? Ja, also, Sie können auf jeden Fall von unserem Ersatzauto haben. Mhm. Wenn Sie sagen, Sie wollen es gleich haben, können Sie es mit uns mit in die Firma fahren, dann können Sie es gleich haben. Oder wenn Sie sagen, dann später erst einmal alles sacken lassen, dann können wir es auch später machen. Ja, erst einmal alles sacken lassen. Gut. Mein Mann hat dann sein Auto daheim. Alles klar, jawohl. Von Ihrem Auto werden Sie sich halt verabschieden müssen, ne? Ich habe sehr lange jetzt gehabt und das war wie ein Familienmitglied, sage ich immer. Ne? Das, ich war sehr an dem Auto gehängt, aber was soll ich machen? Nützt nichts. Das Ehepaar hat Riesenglück gehabt. Der Unfall hätte um Haaresbreite ihr Leben gekostet. So ist nur ein altes Auto zu verschrotten. Ja, die Einsatzstelle verlasse ich jetzt mit einem recht guten Gefühl. Es gab keine Verletzten, obwohl das wirklich kurz auf knapp war. Die Kunden, die ich jetzt noch nach Hause gefahren habe, sagen selbst, sie haben gar nichts. Der andere Unfallverursacher hat einen leichten Schock, würde ich sagen. Aber unterm Strich alles gut ausgegangen. Den Schaden, den materiellen Schaden kann man ersetzen. Wichtig ist immer, dass den Leuten nach Möglichkeit nichts passiert ist. Beim Abschleppdienst angekommen, steigt Benjamin Schmurlack in einen Abschleppwagen für LKW um. Für seinen nächsten Einsatz.